Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts About Schmidt Show mit... Ich freue mich. Ja, und ich mich erst. Mit Antrag und... Neu. Ja, fantastisch. Endlich klappt's. Lange Vorbereitung. Boah, echt. Wirklich, die letzten 20 Jahre haben wir so lange dran gesessen. Ja, endlich mal die großen Geheimnisse der Harald Schmidt Show auszuplaudern, auszupacken, zu enthüllen. Und bist du aufgeregt? Absolut, total. Ich bin total aufgeregt. Ich konnte schon 2 Nächte nicht mehr schlafen. Ja, das glaube ich dir. Obwohl ja Mike eine Radiolegende ist. Und man merkt das auch hier an seiner ausgebildeten Stimme. Im Nebenberuf noch Baseball-Trainer oder Spieler? Baseball-Trainer. Trainer. Baseball-Trainer. In jeder Show werden wir, und ich muss das wird nicht immer am Anfang sein, aber diesmal muss es am Anfang sein, weil ich wahnsinnig Durst. Ja, ich erst. Ja, wir sind hier irgendwie in so einem kochend heißen Studio, obwohl erst Mitte April ist. Und wir werden in jeder Show ein Bier trinken. Ja, kommt euch das bekannt vor? Wie gewohnt. Wie im Prinzip, wie gewohnt. Ja, Moment. Hast du auch immer in der Show, hast du auch zu Hause immer ein Bier getrunken oder was? Nee, da war ich noch... So, was gibt's denn? Was hast du denn heute damit gebracht, Mann? Ja, das musst du ja erstmal erschlüsseln. Hast du es gesehen? Das ist ein Maibock Hell von Altenmünster. Ne? Also das ist schon ungewöhnlich. Die haben immer diese gleiche Flasche. Das habe ich ja noch nie gehört. Altenmünster? Hast du noch nie gehört? Nee, habe ich noch nie gehört. Die sind total bekannt. Wo sind die denn? Naja, irgendwo in Bayern. Ne? Ja, Markt Oberdorf, ja. Siehst du? Und das ist, warum heute ein Maibock Hell? Ja, weil bald Mai ist vielleicht? Ja, schon mal nicht schlecht, aber weil wir beide totalen Bock auf diesen Podcast haben. Ja, das absolut. Ja, deswegen ein Bock jetzt. Ja, und wenn du das jetzt... Nee, der hat schon auf. Und wenn du das jetzt... Ja, mach du mal. Ja, nicht schlecht. Und wenn du das jetzt auf Bayerisch sagst, was kommt ja aus Bayern, dann ist er am Mai hab ich Bock. Ja, dann würde ich sagen... Hab ich Bock auf den Podcast, ne? Prost auf die erste... Auf die, ja, genau. Sehr gut. Thema der ersten Folge, Schnee. Eigentlich wollte ich ja noch ein Glas anbieten, aber das hat sich jetzt erledigt. Nein, das wird jetzt aus der Flasche gezogen, so Unsinn. Thema der ersten Folge, Schnee. Und zwar ist das ein zentraler Begriff, ein sehr lustiger Satz, Harald Schmidt nennt es Satz, aber es ist eigentlich immer ein Wort. Ein Hammersatz. Ja, und zwar aus einer Folge, ich glaube 1199, genau. Und worum geht's? Ja, und zwar, es geht Essen im Zug. Ja. Genau. Einer der erfolgreichsten YouTube-Clips. Ja, absolut, angeklickt, absolut, ja. Absolut. Ich habe ihn noch 2-mal geguckt heute, also Wahnsinn. Wie geht's los? Ja, Harald Schmidt und du nehmen Platz, macht eine Zugfahrt nach... Da geht's schon los, nach, keine Ahnung, ja. Ja, da sind wir uns ja erst nicht einig. Also die szenische Ausgestaltung ist für so einen Sketch, also da muss man erstmal die Frage stellen, passt überhaupt ein Sketch in die Harald Schmidt Show? Ja, in dem Fall hat es gut gepasst. Ich hätte mir es nicht vorstellen können, aber wie man sieht, hat es gepasst. Weil es ist ja normalerweise, ne, mit einer Sketch-Show verbindet man ja irgendwie Dieter Krebs und Harald Junke. Ja, ja, ne? Alles großartige Sachen, vielleicht auch noch gerade Loriot. Aber Sketche in der Harald Schmidt Show bei uns waren ja schon sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, und auch sehr rar. Gab es ja nicht so oft. Ja, und ich glaube, Harald moderiert das so ein bisschen hölzern an. Ich glaube, er hat, obwohl es seine Idee war, er hat nicht so richtig erstmal an die Nummer geglaubt. Weißt du, das hab ich so im Nachhinein spüre ich das. Also er ist so ein bisschen unsicher. Ich habe da auch irgendwie 20 Minuten dafür eingeplant. So, ja, die Grundidee, 2 Leute essen im Zug, so, ja, die packen ja immer diese Senioren so ein Ei aus, so ein hartgekochtes. Ja, fantastisch. Aber trägt das 20 Minuten? Ne? Und da war er, glaube ich, so ein bisschen unsicher. Auf der Bühne waren aufgestellt worden ein Tisch, 2 Plastikstühle, aber wirklich so Billo-Stühle. Ja, ne? Ja, genau. Billo. Also im Prinzip Bahn dritte Klasse. Naja, so schlechte Bahnstühle gibt es heutzutage gar nicht mehr. Also das waren so blaue Stapel Plastikstühle. Und dann war aber schon, man merkt wirklich, wie Harald sich entspannt, als er sagt, und wir haben dann auch ein bisschen was zu essen mitgebracht. Ja, ja. Ein bisschen ist gut, es waren ein paar Tüten, ne? Ja, genau, also er hat 2 Tüten, so eine komische grüne Tüte, genau. Und eine schwarze, glaube ich. Und ich hole hinter dieser Schwingtüre, die hinter meinem Schreibtisch stand, hole ich 3 Stofftüten. Vollgepackt. Genau, 3 voll. Mit Essen. So, und im Prinzip...
merkt man auch schon, das ist ja so eine immerwährende Frage, was war in dieser Show improvisiert und was war geschrieben? Ja, das hätte mich auch mal interessiert. Ne? Ja, ne? Ja, verrate ich aber nicht. Ja. Nein, natürlich verrate ich es. Also damals habe ich mich, wenn diese Frage dann so in Interviews kam, immer so ein bisschen rausgeredet. Ja, das ist so wie die Coca-Cola-Mischung, das darf man nicht verraten, weil ich glaube, es hätte so ein bisschen von dem Charme genommen, wenn man gesagt hat, alles Impro. Ja, das wäre meine Frage. War alles Eigentlich alles alles. geschrieben oder alles improvisiert? Naja, also eher alles improvisiert. Natürlich Also war. grob die Richtung war bestimmt. Naja, auch was heißt grob die Richtung? Du siehst es ja genau am Anfang dieses Sketches, dass eben grob die Richtung nicht stimmt. Ja. Also, als ich das gesehen habe, habe ich mich dann auch wieder erinnert. Ja, Harald ist mit Thalys, also mit diesem superschnellen Zug von Paris nach Köln gefahren und hat da bestimmte Sachen erlebt, die auch in diesem Sketch vorkommen. Also die kommen in dem Sketch vor. Also Die kommen da in diesem ist Sketch vor. teilweise war es improvisiert und teilweise war es auch real. Naja, aber auch jetzt natürlich von ihm aus improvisiert, das hat ja Nein, er sich klar, jetzt nicht geschrieben. aber Reale Geschichten. reale Geschichten, Naja, die kann werden man ja das. immer, die werden ja immer irgendwie, ne? Also ich erinnere Ja, nur an Wahnsinn. Olaf und die Tomatensuppe und ja, da kommen Ja, wir gleich noch genau. zu. Dann war aber gar nicht so klar, also er sagt dann, ja, wir fahren irgendwie im Thalys. Und dann sage ich so, ja, aber da stehen ja nicht so Stühle, also das Ja, ist ja eine ganz genau. andere Situation. Und dann schlage ich vor, wir fahren von Trier über Cochem, Koblenz, Köln nach Emden. Da ist er erstmal total irritiert, ja, und weiß da gar nicht so was mit der Situation anzufangen. Aber genau, was ich noch sagen wollte, man merkt, wie er entspannt, als er sagt, so, wir haben dann auch ein bisschen was zu essen mitgebracht. Ja. Und dann holen wir diese irrsinnig schweren und großen Tüten. Ja, wer hat die eigentlich gepackt? Naja, da kommen wir gleich Habt zu. ihr okay? Das ist ja auch eine Frage noch. Die weiß ich. Ich meine, ich weiß ja jetzt auch nicht alles, ne? Das muss er ja sagen. Also diese Show ist von wann ist sie denn jetzt genau? Die ist von 2002 oder 2001? Ja, 2002. um den Dreh Ich könnte das glaube, sein. es ist Das, 2002. genau weiß ich jetzt auch nicht. Das heißt, das ist ja Minimum, ist ja eher über als unter 20 Jahren. Und genau weiß ich dann natürlich auch nicht mehr alles. Auf jeden Fall, das Geile ist, sobald wir uns zu diesen beiden Stühlen bewegen, bricht ein Gelächter und ein Applaus aus, Ja, ja, weil diese Wahnsinn. Leute Ja, diese ja. Tüten sehen. So, und ab da merkst du, Harald ist entspannt und er weiß, jetzt läuft's. Jetzt läuft's, ja. Jetzt Als die läuft's. Richtung bestimmt war, ging es dann Ja, vorwärts. wunderbar, wunderbar. Nee, und es war wirklich fantastisch. Also ich habe mich heute Mittag nochmal köstlich amüsiert, als ich mir das angeschaut habe. Also Ja, was wirklich sind deine Lieblingsstellen? Wahnsinn. Meine absolute Lieblingsstelle bei dem Essen. Am Anfang dachte ich ja zuerst, ne, da ging es ja los mit diesem Gehoppel. Ja. Dachte ich, oh mein Gott, ne, zwei Parkinson-kranke alte Herren Peter, auf dem Hocker. Mike, was erlaubst du hier für Frechheiten? Aber es ging Ja, dann wir haben irgendwie. gut Zugfahren Ja, gespielt. fantastisch. Ja, ich habe noch nie so im Zug Vorsicht, deine gesessen. Titten waren Ja, weiter. komm. Zieh dir Naja, demnächst ein wie dem auch BH sei, an. meine absolute Lieblingsstelle bei diesem Sketch war, als du das Käsebrot ausgepackt hast und die Folie war noch drin. Haben wir das als Also, Ausschnitt? Das haben wir als Ausschnitt, oder? das haben wir als Ausschnitt. Das spielen wir jetzt mal kurz ein. Danke. Guck mal, da ist ganz dick Butter drauf. Ich esse doch keine Butter. Da ist auch noch Oh, die das habe ich Plastik. nicht. Das Die habe ich nicht. Plastik. Das habe ich nicht gesehen. Ja, das war der Hammer, ne? Wahnsinn. Absolut. Das sind zwei Sachen bemerkenswert. Ich hätte nämlich gedacht, dass die Essenssachen von Harald Schmidt von der Requisite, sprich Sven, kommen wir gleich noch zu, vorbereitet wurden, während meine Sachen ich selber vorbereitet Ja, habe. Zum Beispiel, hast du wirklich selbst also vorbereitet? den Joghurt, definitiv, den habe ich zu Ja. Hause aus zwei Glas Dingern, wie heißt Gemischt. das? Nein, der zusammengeschüttet. Das war ja 1 Liter. 1 Liter Kirschjoghurt. Ich habe Ja. auch noch gesagt, ach, ich fand das ja super eklig, aber Genau, ich glaube, du wolltest ihn auch mit nach Hause ich nehmen, wollte ihn mir ne? nach Hause nehmen, auf jeden Fall essen. Mein Lieblingsjoghurt. Das Publikum fand es auch eklig, aber das sah auch in diesem Ja. Plastikding eklig aus. Aber, ach nee, genau, ja, aber ich glaube, ich habe wirklich alles selber. Nee, obwohl bei dem Hähnchenschnitzel Nee, habe ich ja dann später ich glaube, gesagt, hattest du die Frikadellen mit?
Ich glaube, die. Nee, das haben wir ja gesagt, die hat Sven gebraten. Genau, genau. Die hat Sven gebraten. Die waren roh. Die waren eben noch roh, ja. Danke, Sven. Also, Sven muss man dazu sagen, für alle, die jetzt nicht so in der Harald-Schmidt-Show-Familie so noch klarkommen. Die bekanntesten waren natürlich Helmut Zerlett, der Bandleader. Genau. Susanna an den Pappen. Und Sven, der scharfe Sven. Weißt du noch, warum er der scharfe Sven hieß? Nee, das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt auch raus. Nee, weil dem haben wir irgendwann nochmal... Also Sven war der Requisiteur bei uns. Genau. Der halt immer, ja, zum Beispiel Frikadellen gebraten hat, wenn wir gesagt haben, wir brauchen Frikadellen für so einen Sketch oder wir brauchen einen Käse. Also quasi der Koch quasi. Ja, nicht nur der Koch, ja, nein, der hat auch Sachen gebastelt. Wenn wir gesagt haben, mach uns einen Zauberstab, hat er einen Zauberstab gemacht. Ja, Wahnsinn. Wenn er gesagt hat, besorg uns eine Clownmaske, hat er eine Clownmaske besorgt. So, ne? Was so ein Requisiteur macht beim Film, ja, oder beim Fernsehen. So, und dann, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Nummer war, das müsste man mal echt raussuchen. Dann ist der quasi auch mal in der Show als Flitzer, also nackt. Also man hat sein Gemächt, ja, man hat sein Gemächt gesehen und er ist da durch. Ja, die kann ich mich überhaupt nicht erinnern an diese. Ja, aber definitiv. Und seitdem war Sven der scharfe Sven. Und er hat dann später auch, das ist ja auch so eine Kontinuität quasi der Show gewesen, ganz, ganz früh, wenn du dich noch erinnerst, gab es dieses, ich sage ja zu deutschem Wasser. Ja. Ne? Und dann später hat er das eingelassen und dann hat irgendwie jahrelang einfach so Wasserglas auf seinem Tisch gestanden. Und später hat dann, was hast du gerade mit der Kamera gemacht? Ich habe, da ist mir der Fuß jetzt durchgegangen. Wo wir wieder beim Parken sind. Was machst du denn hier unter dem Tisch, Mike? Ja, also ganz ehrlich. Nein, das ist ja, ne, also das muss man ja sagen, damals, das war ja noch edel, ja, Harald Schmidt an seinem riesigen Schreibtisch. Ich hatte wenigstens einen Schreibtisch, der war wahrscheinlich doppelt so groß wie das Ding, wo wir hier dran sitzen. Ja, ja. Ja, komm, der ist fantastisch. Wir sitzen hier in Mikes Jugendzimmer. Aber verraten nicht wo. Nee, verraten wir das nicht. Nein. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Der scharfe Sven hat er natürlich gesagt, er war ja ein schlauer Kopf, er hat dann natürlich ein Festgehalt bekommen, ne? Das war ja täglich. Und als Requisiteur hat er immer viel zu tun gehabt. Aber dann hat er gesagt, also Kinders, wenn ich da jetzt meinen kleinen Sven in die Kamera halte und da nackig rumlaufe. Ich nehme noch einen Schluck Altmünster. Ja. Nee, Quatsch, doch Altmünster. Altmünster. Ja, Prost. Dann kriege ich aber 500 Piepen extra, ne? Hat er bekommen. Und seitdem war es immer der scharfe Sven. Und der hat dann nämlich Harald immer so wie so ein Butler, aber ohne jetzt wie ein Butler gekleidet zu sein, hat er immer so dieses Wasser gereicht. Genau, das Wasser gereicht, ja. So, auf jeden Fall, wir waren auf der Zugfahrt. Ja, und das, genau, und das war natürlich so der Knaller. Wir haben dann das Essen irgendwann ausgepackt. Wir haben aber gar nicht erzählt, wo es dann jetzt noch lang geht. Ne? Weil das wechselt auch die ganze Zeit während dieses Sketches. Ne? Die Richtung hat öfters gewechselt, ja. Nee, aber auch irgendwie, ob wir jetzt im TGV am Ende, ach so, ja, genau, da haben wir ja auch gleich noch einen Ausschnitt, am Ende ist er wieder im TGV. Zwischendurch war es mal der Interregio, glaube ich. Ne? Genau, der Interregio, da von Trier nach Mosel-Sürsch und irgendwann war halt Essen die Hauptsache. Und das war natürlich wirklich der Knaller, als er mir erst... aus so einer Butterbrottüte, ja, fummelt er. Er hat das natürlich viel besser gespielt. Ich meine, Harald ist Schauspieler. Ja, der ist, also war schon er hat aber halt, es hat einfach gepasst, ne? Ja, aber ich meine, er war der Größte, oder? Ja, selbstverständlich. Darf ich ja jetzt immer sagen. Also ich meine, ich war eigentlich auch meine Rolle in der Show immer nicht explizit zu sagen, aber doch zu denken und auch zu vermitteln, Mensch, Harald, bist du toll. Ja, weil das war ja von Anfang an im Prinzip das Konzept, jetzt nicht so Feuerstein-Schnitt, ja. Konkurrenz, Zickenkrieg, ja, sondern Andrak, der devote Diener des Herrn. Genau, der Diener. Ja, ist er so. Ja, fantastisch. So. Ja. Aber da hat er dann auch viel konsequenter das durchgespielt. Man sieht übrigens auch... den Impro-Charakter daran, dass er sich schon so ein paar Sachen zurechtgelegt hat. Also das ist dann auch nicht, aber das ist ja auch nicht geschrieben von den Autoren. Also die Autoren haben damit gar nichts zu tun. Wie lange wird sowas vorher geplant eigentlich? Oder wie lange wurde das vorher geplant? Das kommt drauf an. Also ich meine, das war natürlich eine Aktion, wo wir wussten, also das wird bestimmt lustig und lang und das hat ja dann auch, glaube ich, jetzt so Minimum 20 Minuten, wenn nicht noch länger gedauert. Ja doch, nee, eine halbe Stunde, glaube ich, fast eine halbe Stunde. Ja. Und da brauchst du natürlich auch eine Sendung, wo Platz war. Und geprobt, wird sowas geprobt? Nee. Nein. Das war dann, nein.
Also nein. Stühle auf die Bühne und ja. Rauf geht's. Also der Regisseur musste nur wissen, wir sitzen da, wir stellen eine Kamera hin, dass wir die Butterbrote und Details groß sehen. Es kann auch mal sein, dass wir zu dieser Drehtür gehen, wie am Schluss. Ja. Und so, dann, also dass da jetzt, ist ja blöd irgendwie, wenn, ist ja kein Live-Fußballspiel. Oder beziehungsweise da sind die auch auf Situationen eingestellt. Apropos Fußballspiel, das war ja auch noch, ne? Wie das war auch? Da hat doch Leverkusen gegen Köln gespielt, glaube ich. Wann? Hä? Ja, Leverkusen Köln. War am Anfang der Show zu sehen. 8-0 für Leverkusen. Wie 8-0? Ja, ich glaube doch. Quatsch, Köln. Leverkusen hat nie 8-0 gegen. Doch, ich glaube. Bayern München hat mal 8-0 gegen. War das Leverkusen? Nee, das war das Leverkusen. Bayern. Nein, ich glaube, das war Leverkusen. Da muss ich doch mal nachgucken. In der Show? Ich glaube, ja. Ja, aber das hat ja sechs Tore hast du auf jeden Fall in der Kneipe gehört. Eins im Taxi, eins zu Hause. Ja, das war Bayern. Das war Bayern? Das war Pokal bei den Bayern. Hast du nicht mit Bayern? Nein, jetzt bin ich aber abgeschweift vom Thema. Abgeschwufen, abgeschwurft. Ja, genau. Also, nächste Lieblingsstelle. Die Toilette. Die Toilette. Als er nochmal zurückkam. Ja, von der Toilette muss ich aber jetzt nochmal irgendwie auf was anderes. Weil vorher kommt noch Olaf und Kotzen. Ach, der war auch noch, ja. Olaf und Kotzen ist hervorragend. Was ich aber auch, kleines Detail, und das hatte ich auch wieder selber vorbereitet, den Salzstreuer, der zugeklebt war. Mit Tesafilm zugeklebt war. Richtig, weil das ist ja, ich meine, klar, also zu der Zeit, als wir das gemacht haben in der Harald Schmidt-Show vor 20 Jahren, hat man das wirklich noch oft gesehen in Zügen. Ja, das ist tatsächlich so. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als ich früher mit meiner Oma unterwegs war und Salzstreuer mit Tesafilm zugeklebt, ne? Ja, natürlich, sonst ist die ganze Suppe in der Tüte, in der Tasche. Und meine Mutter hat das auch immer gemacht. So, und das war aber dann auch wirklich, das war dann auch eine Sache, die Harald nicht wusste, dass er diesen Salzstreuer zugeklebt hatte. Er hatte auch einen Salzstreuer, aber nicht zugeklebt. So, und dann bringt er ja diesen Spruch irgendwie, pass auf, dass das Colin Powell nicht mitkriegt. Ja. So, ne, irgendwie geheime Iran-Irak-Attacke, ne, also ein Atomstreuer zugeklebt mit Tesafilm. Das ist aber, das finde ich halt genial. Ja, da haben sie ihm einfach in den Kopf geschossen, ne? So. Ja, und das ist, ich meine, du hast ja mal gesagt, also nicht hier in diesem Podcast, aber zu mir privat, dass du gar nicht Harald Schmidt-Fan, sondern mal ein anderer Fan bist. Nee, tatsächlich, ich bin tatsächlich mal ein anderer Fan. Bist du bekloppt gewesen? Ja, immer noch, ne? Ja, immer noch, ist klar. Ja. Nee, Harald Schmidt war schon genial, muss ich schon sagen, aber irgendwie, keine Ahnung, wie sich das entwickelt hat. Ja, ich bin nicht genial, ich bin ja bis heute nicht genial. Ja, finde ich schon. Du liebst mich? Ja. Oh, das ist aber schön. Ach, das, komm, dann trinken wir noch einen drauf. Stoß mal an. Prost. Stößchen. Ja. Nein, also das ist wirklich auch so eine Stelle, wo man eben sieht, ich bin da halt der Diener des Herrn und habe mich auch vorbereitet auf diese Nummer und auch bestimmt irgendwie den einen oder anderen halbwegs guten, spontanen Gag platziert. Aber dass er dann irgendwie so eine Situation aufnimmt und ins Politische dreht, war ja nie mein Ding. Nee. Also das hätte ich nicht gebracht. Nee, aber dafür ist er, denke ich, eigentlich oder Profi genug, um das mal so schnell absolut. Und dann, umzusetzen. Und dann ist es ja immer noch so, also da geht es dann so ins Politische. Aber es geht ja auch aus dieser gespielten Nummer, und das spielt er ja sehr, sehr gut, irgendwie diese genervte, frustrierte alte Ehefrau, ja, die immer so halb beleidigt, ja. Ja, so, ach, schmeckt's mir wieder nicht, ach ja. Und, das ist genau auch eine meiner Lieblingsstellen, wo er die Hand aufhält. Ich schäle mein hart gekochtes Ei, genau. Und er hält die Hand für die Schale. Genau. Und wo ich auch noch sage, Harald, das habe ich noch nie gesehen, das gibt's nicht. Doch, doch, das gibt es. Doch, gibt's. Das gibt es. Das habe ich auch schon gesehen. Wahnsinn. Und das finde ich auch irgendwie das Charmante an dieser Nummer. Und das zeigt auch diesen Impro-Charakter, dass es ja dann doch immer noch rausgeht. Ja. Ne? Also da ist er ja nicht mehr in der Rolle dieser alten Frau. Ne? Und dass diese privaten, realen Storys immer wieder eingeflochten werden. Ne? Also ich mag keine Butter und habe davon also gekotzt und die beiden Kindergarten. Das beherrscht er absolut. Ja, und auch halt eben eine super Story
aus Haralds Leben. Hören wir mal rein. Das hättest du aber mal überwinden können. Ich konnte mal als Kind keine Tomatensuppe essen und mir wurde schlecht, wenn ich den Namen Olaf gehört habe. Wirklich? Ja. Olaf! Vorbei! Waren wir mal im Urlaub, waren in Travemünde, da war eine Familie zu Gast, der Junge hieß Olaf und ja. Es gab Tomatensuppe und dem war es irgendwie schlecht und da hat er gekotzt. Und als ich die Tomatensuppe gegessen habe, sage ich Olaf kotzen. Und immer, jahrelang, entweder wenn es Tomatensuppe gab oder wenn ich Olaf, muss ich kotzen. Ja, fantastisch, ne? Unglaublich. Also als ich das jetzt nochmal gesehen habe, nach 20 Jahren, obwohl das stimmt nicht ganz. Ich habe es vor 3 Jahren, als meine jüngste Tochter... Der wollte ich auch mal zeigen, was hat Papa früher gemacht. Ja. Die kennt ja, die ist ja so jung, die kennt ja natürlich das überhaupt nicht. Auch nicht von ihren Freundinnen, überhaupt nicht. Und dann habe ich mir gedacht, was zeigst du ihr jetzt? Und ja. Da war Essen im Zug eigentlich perfekt. Ja, also lustig. Aber selbst da habe ich mir Olaf und Martin so nicht so gemerkt, wie jetzt wieder alles gehört habe. Und ich muss sagen, ich fand es auch jetzt wieder überraschend, weil es war ja jetzt nicht so eine abgehangene Story. Nee, auch wie er es erzählt, ne? Ja, ich habe das erste Mal gehört. Ach so. Ich habe das erste Mal in meinem Leben gehört. Weil das war ja dann auch nicht so, dass man im Vorhinein gesagt hat, ach ja, und dann habe ich ja noch die Story von Olaf und die Tomatensuppe und ich habe gesagt, ja, und ich erzähle dir was so. Sondern wir haben einfach gesagt, wie viele Geschichten haben wir? Dauert das 14 Minuten, 18 Minuten, 24 Minuten? Ne? Bei diesen Sachen haben wir uns mal böse verschätzt, muss man ja mal sagen. Oh, das muss ich auch als generelles Thema mal für eine Folge aufschreiben, habe ich ja noch gar nicht. Das war ja irgendwie, wie der Irakkrieg ein Desaster für die USA war ja für uns die 4-stündige Show auf dem Schiff auf dem Rhein. Das absolute Desaster. Ja, sie kann mich auch erinnern. Ja, irgendwann kam dann diese Idee und dann hieß es, wir machen so eine Show auf dem Schiff und dann waren wir so begeistert von uns selber und haben irgendwie so viel Material zusammengetragen, dass wir dem Sender gesagt haben, wir brauchen 2 Stunden, nicht wie normal 1 Stunde. Nee, Kinder, wir brauchen 3 Stunden. Nee, Alter, wir machen es 4 Stunden. Komm, ganz unbescheiden, von 8 Uhr bis Mitternacht. Und es war so langweilig. Und es war ja, tatsächlich? Ja. Da machen wir aber nochmal ein extra Ding draus. Und das hat, glaube ich, diesen Charme gemacht, dass ja oft, ne, nochmal zu diesem Thema, was war vorbereitet und was nicht, gerade Harald wusste natürlich oft, was er da irgendwie erzählen will. Ja. Und hatte sich das bestimmt auch bereitgelegt, wenn irgendwie genug Butterbrote und Eier gekaut sind, dann haut er irgendwie diese Olaf-Geschichte raus. Aber er hat sie noch nie vorher in der Show erzählt, er hat sie noch nie mir privat erzählt. Ja. Und dann ist das natürlich der Hammer. Und ihr habt euch generell wenig über die Show unterhalten, ne? Oder habe ich das? Ja, doch, den ganzen Tag. Ja, schon, aber nicht das, was wir da machen. Das meine ich. Also wir haben uns darüber unterhalten, was gut funktioniert hat und was nicht gut funktioniert hat und welche Gäste wir nicht mehr einladen und welche wir irgendwie 8-mal im Jahr einladen und so weiter. Aber nein, natürlich haben wir uns ständig Gedanken über die Show gemacht und die weiterentwickelt, aber wir haben nicht über konkrete Inhalte geredet. Das war so ein bisschen, gerade bei diesen Nummern, Geheimnis. Es gab natürlich andere, werden wir auch darüber sprechen, Playmobil und so, Schreibtischfahrten, die waren irgendwie minutiös vorbereitet von den Autoren. Aber das waren reine Impro-Nummern. Ja. Ja. Ich wollte nochmal auf die Ziele zu sprechen kommen, weil einerseits TGW, Paris-Köln, andererseits der Interregio, jetzt Intercity von, auch jetzt schon lange Jahre nicht mehr Intercity, von Trier über Koblenz nach Köln. Aber bei ihm taucht ja immer Travemünde auf. Ja, immer, genau. Warum? Ja. Was hat es damit auf sich? Genau, weißt du nicht, ne? Nee. Weil, und deswegen kommt er ja auch mit dieser Travemünde-Geschichte mit Olaf, er tatsächlich immer, als er Kind war, mit seinen Eltern aus dem schwäbischen Nürtingen mit dem Zug nach Travemünde gefahren ist. Und da war endlich Lübeck. Ja, da kann man Urlaub machen. Ja, klar. Aber weil ja Travemünde ist natürlich auch bekannt als Fährhafen, ne, nach Skandinavien. Aber da kannst du, glaube ich, sogar nach Norwegen fahren, oder? Von das geht auch noch, ja. Nein, das ist auch noch das Lustige. Er ist natürlich schon ein paar Jährchen älter als ich, 8 Jahre genau. Also deswegen haben wir uns nie an der Ostsee getroffen. Er hat aber immer an der Ostsee, damals ja West-Ostsee, muss man dazu sagen, in Travemünde mit seinen Eltern Urlaub gemacht. Ich in Dahme, bei Grömitz, kennst du das? Ja, habe ich schon gehört. Echt? Und jetzt kommt's, Oliver Pocher, der natürlich viel, viel jünger als wir beide ist, ja,
hat mit seinen Eltern immer in Kelnhusen. Das ist 3 Kilometer von Dahme entfernt. Das ist so verrückt, ja, dass dann Menschen, das haben wir, glaube ich, auch nie in der Show erwähnt, weil ich war ja auch nicht mehr in der Show als Pocher. Naja, da reden wir. Deswegen gibt es auch unseren Podcast. Da reden wir. Solche Sachen werden hier. Absolut, da reden wir in der Pocher-Folge drüber. Ne? Und deswegen kommt auch immer diese Travemünde-Sache mit da rein. Okay. Also eigentlich haben wir es mit 3 Zugfahrten zu tun. Und irgendwann dachte ich, haben wir uns so verloren mit diesen, also ihr müsst euch das echt nochmal angucken, komplett bei YouTube. Ja, auf jeden Fall, das lohnt sich auf jeden also Fall. Also die Frikadellen, dieses Hähnchenschnitzel, das ist ja eine meiner Lieblingsstellen, da habe ich mich auch überhaupt nicht mehr dran erinnert. Was sind deine Lieblingsstellen, Manuel? Ja, eine meiner Lieblingsstellen ist halt dieses Hähnchen, was ich schon mit so einem gewissen Ekel auspacke. Was ich selber besorgt habe, also im Supermarkt gekauft habe, also schlimmstes Discounter, ne? Ich nenne den Discounter jetzt nicht, aber eben so ein Hähnchenfleisch, wo du denkst, ist das ein Bremsklotz oder Schaumstoff oder musst du dafür wirklich ein Tier sterben? Ungenießbar, sah auch schon so scheiße aus und Harald so auch riecht lecker und will reinbeißen. Und das ist ja dann auch spannend. Ja, und das hast du aber gestoppt. Da hast du gestoppt. Bitte nicht, bitte überlegst. Vorsichtig. Bitte nicht, bitte nicht. Und also das war wirklich nochmal beim Zugucken sau eklig. Gut, und dann, also nachdem wir uns da eigentlich so, schon so ein bisschen festgespielt hatten, dann kommt er nochmal so richtig mit der TGW-Nummer. Ja. Ja, und geht aufs Klo. Ja, das fand ich auch fantastisch. Ne? Erstmal alle Tüten einpacken und los geht's. Da hören wir jetzt mal rein, das ist ein Zitat. So, du musst die Taschen aber so in den Arm nehmen. Sonst reißt sie dir ein Jugendlicher aus Afrika weg. Ja, genial. Also man weiß nicht, ob er da seine Darmgeräusche nachmacht oder die Klospülung. Das habe ich mich gefragt, was die Klospülung oder was der Darm? Ja, weil damals gab es natürlich auch schon im TGW diese Unterdruckgeschichten, wo man nie wusste. Also ich hoffe, er hat die Toilette nachgemacht. Oder? Ja, mit Sicherheit. Aber lass uns noch was anderes besprechen. Er sagt ja vorher, du musst die Taschen jetzt weghalten. Also die Situation ist ja folgende. Er sagt, du musst jetzt mitkommen. Ich sage, ja, dann geh doch auf Toilette. Ja. Nein, du musst jetzt mitkommen mit allen Tüten, weil ich habe Angst, dass die sonst gestohlen werden. Genau, und zwar durchschnitten. Und das sagt er ja kurz. Und eben genau, dann gibt es diesen Klappsitz. Dann sage ich, es gibt keinen Klappsitz. Doch, sagt er im TGW, gibt es einen Klappsitz. Und dann kippt das nämlich so. Ja. Ne? Also da, wir fangen eigentlich, wir gehen los in einem Interregio und landen in einem Thales durch die Schiebetür, fantastisch. Also auch überhaupt nicht logisch, ne? Aber wozu auch? Und dann sagt er, ja, aber du musst jetzt diese Tüten festhalten, weil das könnte sonst ja ein Jugendlicher aus Afrika. Genau. Kann man das heute noch sagen? Ich finde, ja, was meinst du? Ja, ich finde... Also ich persönlich finde ja, aber es ist schwierig. Ne? Es ist wirklich schwierig. Ja, ich finde, man wird ja immer gleich in so eine Ecke abgeschoben. Ne? Also ich würde mich trauen. Ja gut, also das N-Wort fällt nicht. Ich würde mich trauen. Nein, also ich glaube, es ist in dem Rahmen, weil er ja quasi diese Frau darstellt. Ja. Diese ängstliche Frau, die eben mit ihren ganzen Neurosen, die ja vorher 20 Minuten in dem Sketch ausgebreitet waren, natürlich auch die Neurose hat, dass ihr ein Jugendlicher aus Afrika, ne, diese Tasche wegnimmt. Ja. So. Von daher kann man das definitiv, also ich finde, 1000%ig kann man heute noch machen. Heute, findest du, man könnte heute absolut machen? Absolut, absolut. Es fällt nicht das N-Wort. Also wer sich da beleidigt fühlt, der soll in den Keller gehen. Ne? Du, also... Da habe ich aber die letzte Zeit schon, ne, man darf ja jetzt nicht mehr Mutter sagen, nicht mehr Indianer sagen, also... Das habe ich ja doch gesagt. Ja eben, also das hätte Harald nie gesagt. Mutter. 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 Gottes Willen. Gebären heißt es jetzt. Hey, guck mal, wir sind schon fast durch. Ja. Es wird uns freuen, wenn ihr nächste Woche dabei seid. Dann geht's so richtig in die Geschichte der Show. Da geht's eigentlich los mit der ersten Sendung. Es geht in der ersten Sendung. Nächste Folge geht's um die erste Sendung. 5. Dezember 1995. Genau.
Also die Streber unter euch können die sich ja schon mal angucken. Die gibt es komplett bei YouTube zu sehen. Und das ist spannend. Also ich kann schon mal sagen, ich war sehr, 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 sehr überrascht, wie diese Sendung ist. Ich sag's, wie schlecht es war. Nein, 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 nein. Ach, das kannst du so nicht sagen. Alles, das musst du... Du kannst ja jetzt auch nicht sagen, der 30-jährige Krieg war schlecht. Nee. Ist halt lange her. Ja, ist halt und, her. Und die erste Aachen-Schmidt-Show ist auch sehr, sehr lange her. Nee, alles klar. Ja. Dann gibt es übrigens ein neues Bier. Das muss ich aber auch ändern, Mike. Also ich meine, du hast ja noch ein Drittel in der Flasche. Naja, ich noch ein Schlückchen ist das. Ja, aber ich meine, wir haben Gleichstand. Wir werden ja wohl schaffen, in einer halben Stunde Podcast About Schmidt-Show. Zwei Bier zu trinken. Nein, aber wenigstens das eine Bier auszutrinken. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Also, ja, wäre schön, wenn ihr das abonnieren, liken, abschrubben würdet. Genau, ran an die Tasten, abonniert den Kanal. Ja, About Schmidt Show ist ab heute natürlich euer Lieblingspodcast. Und es gibt noch jede Menge Geheimnisse zu lüften. Ja, es gibt noch einige Folgen, über die wir reden können. Naja, ich sag mal vielen lieben Dank fürs Zuhören und Einschalten. Und dann hören wir uns dann im nächsten Podcast wieder am nächsten Freitag, wie gewohnt. Überall da, wo es Podcasts gibt und bei YouTube. Absolut.